Junge, das waren gerade 5 Minuten Horror. Ich werde niemals mehr, ich werde niemals ein Horrorspiel mit. Nee. Das ist ein Grund, warum es auf der PS5 spielst. Ja, weil es am PC nicht geht. Weil mein PC so schlecht ist, weißt du? Ich hab eine scheiß Grafikkarte. Nummer 5 im dritten. Der ist blitzschnell. Der Gaul kann echt richtig rennen. Willst du was setzen? Dein letzter heißer Tipp ist ganz schön teuer für mich geworden, Pedro. Komm schon, das hier ist anders. 100% Garantie. 100%. Ja. Okay. Ah. Ah. Ja. Haben wir ja schon. Ihn da hinten. Gary Case, Geschäftsinhaber. Widerstand gegen Festnahmeverschluss gegen Hygieneverordnung. Oh, okay. Kann ich dich auskennen? Ja. Arbeitslos. Illegales Glücksspiel, Betrug. Ah, okay. Ja, wenn's das klar ist, ne? Okay, ich bin dabei. Verdammt gut! Hey, du wirst nicht bereuen. Nun. Was ist dein Problem? Kannst du nicht tun, was man dir sagt? Du kannst mir nicht hinterherrennen wie ein Hund. Aber Hanky Wanky. Oh. Ich werde mich entschuldigen. Mein Verhalten auf dem Polizeirevier tut mir sehr leid. Ich wollte nicht unhöflich sein. Oh, wow. Du hast sogar ein Arschkriecher Entschuldigungsprogramm. Die von CyberLife denken wirklich an alles, hm? Bitte sehr. Erstmal scannen wir das Essen. Vielleicht ist da ja Gift drin. Hamburger. 1086 Kilokalorien? Was? Alter. Ein Hamburger hat niemand 1680 Kilokalorien. XL-Limonade. 710? 184 Gramm Zucker? Yo! Okay. Alles klar, machen wir so, ne? Danke, Gary. Ich verhungere. Vergiss das Ding nicht. Keine Chance. Der folgt mir überall hin. Siehst du? Ja, Cholesterin. Ihr Essen enthält die 1,4-fache Menge ihres täglichen Kalorienbedarfs und doppelt so viel Cholesterin. Ja. Das ist nicht gut für Sie. Irgendwann sterben wir alle mal. Dieser Pedro, da ging es um illegale Glücksspiele. Habe ich recht? Ja. Und Sie haben gewettet? Ja. Alter. Okay. Möchten Sie irgendetwas über mich wissen? Scheiße. Nein. Ja doch. Warum siehst du so dämlich aus und klingst wie der letzte Arsch? CyberLife-Androiden sollen harmonische Beziehungen herstellen. Mein Äußeres und meine Stimme sind darauf ausgerichtet, meine Integration zu erleichtern. Tja, war wohl nichts. Ich habe eine persönliche Frage, Lieutenant. Warum hassen Sie Androiden so sehr? Ich habe meine Gründe. Oh, irgendwas Privates wegen seiner Frau oder so. Irgendwas.
Möchten Sie erfahren, was wir über Abweichler wissen? Aber sicher doch. Weiter. Wir vermuten eine Art Mutation in der Software einiger Androiden, die zur Nachahmung menschlicher Emotionen führt. Klartext, bitte. Sie können nicht wirklich fühlen, sondern erhalten irrationale Anweisungen, die unberechenbares Verhalten auslösen. Emotionen machen nichts als Ärger. Das ist absolut korrekt. Die Androiden ähneln uns doch mehr als gedacht. Schon mal mit Abweichlern zu tun gehabt? Vor ein paar Monaten. Ein Abweichler wollte mit einem kleinen Mädchen vom Dach springen. Der hat aber nicht geschossen. Aber ich konnte sie retten. So, du hast bestimmt deine Hausaufgaben gemacht. Und hast jetzt alles über mich rausgefunden. Ich weiß, dass Ihr Abschluss exzellent war. Sie haben viele Fälle hervorragend gelöst und wurden der jüngste Lieutenant in Detroit. Ich weiß auch, dass Sie in den letzten Jahren häufig abgemahnt wurden und Sie verbringen viel Zeit in Bars. Und was schließt du daraus? Die Arbeit mit einem Officer mit privaten Problemen ist eine Herausforderung. Aber Anpassung an menschliche Fehlbarkeit ist eine meiner Funktionen. Mir wurde ein mutmaßlicher Abweichler gemeldet. Nur ein paar Blocks entfernt. Wir sollten nachsehen. Essen Sie in Ruhe auf. Ich bin im Auto, wenn Sie mich brauchen. Ja, baller dir deinen Zucker rein. Hey, Connor. Sind deine Batterien etwa leer? Tut mir leid. Ich habe CyberLife Bericht erstattet. Und willst du da etwa im Aufzug stehen bleiben? Nein. Ich komme. Was wissen wir über diesen Kerl? Nicht viel. Ein Nachbar hat berichtet, dass er seltsame Geräusche auf dieser Etage gehört hat. Okay, haben wir hier hinten was? Nö. Die Wohnung sollte unbewohnt sein, aber der Nachbar sagte, er habe hier einen Mann gesehen, der eine LED verbarg. Oh Mann, wenn wir jetzt... Federn, Felsentaube aus verschiedenen Exemplaren. Doch noch jedes seltsame Geräusch untersuchen sollen. Brauchen wir echt mehr Cops. Hey, hast du vorhin im Aufzug wirklich einen Bericht abgeschickt? Korrekt. Hallo. Ist jemand zu Hause? Aufmachen, die ja, Police! Schöner Sound, ja, schön gemacht, witzig, ja. Ja, hinter mir. Verstanden. Oh, nee. Ihr seid so doof. Wie lange er darauf gewartet hat, frage ich mich. Was zur Hölle ist das denn? Tauben. Ah, scheiße, wie das hier Alter. Stinkt. Alter. Tja, wir sind umsonst gekommen. Unser Mann ist weg. Felder im Herzen der Stadt. Wo ist eine Urban Farm? Wo ist der Ecke? Wird sich bewegt. Mhm. Was gefunden? Ich weiß nicht. Wohl eine Art Notizbuch, aber es ist... Nicht entzifferbar. Nicht entzifferbar. Ah.
Verdächtiger ist nichts. Aha, ein Androide also, ja? Guck mal, da an der Wand sind die Zeichen auch. Geh mal beiseite, du dicke Taube. Verdächtiger versorgt wilde Tiere. Militärjacke, Secondhand, Initialen RT. RT. Vermutlich Initialen. Er hat seine Initialen auf der Jacke. Sowas machen Mütter für ihn. Fake ID Rupert Travis. Echtheit ist eine Fälschung. Der Führerschein ist gefälscht. Cool, da hat sich der Besuch gelohnt. Oh nee, oder? Ey, du bist so ein Ekliger. Das, ich dachte, das wäre Vogelkacke. Scheiße, ich hasse diese Viecher! Mhm. Seine LED ist im Waschbecken. Natürlich war es ein Android. Ein Mensch hätte diese Scheißtauben nicht ertragen. Irgendeine Idee dazu? RA9. Und zwar 2471 Mal. Okay. Das gleiche Symbol hat Ortiz Android an die Duschwand geschrieben. Warum sind sie so besessen davon? Sieht aus wie Labyrinthe oder sowas. Ja, Gorg, ich schwöre. Mit 60 bist du auch ein Hank. Er könnte sich umgestoßen spuren von Vogelfäkalien. Noch feucht, kürzlich benutzt. Farbe Mitternachtsschwarz. Geöffneter Textmarker. Rekonstruieren wir. Okay. Lala, RA9. Ich muss schnell ins Wohnzimmer. Echte Bücher. Ich dachte, ich wäre der Letzte in Detroit, der noch welche hat. Okay. Bei E-Books kann man das Papier nicht. Und die Seiten vergilben auch nicht. Spuren, die sind frisch von verzinktem Stahl. Hier sind Fingerabdrücke. Frisch. Ah nee, keine Fingerabdrücke, sorry. Sieht aus wie Fingerabdrücke. Metallhaken. Rekonstruieren wir mal. Was ist danach passiert, als er ins Wohnzimmer gesprintet ist? Ja. Ist er wahrscheinlich... Ja. Also, folgendermaßen ist das abgelaufen. Ich muss ins Wohnzimmer. Oh, der Käfig im Weg. Scheiße, komm rein. Ich muss schnell weg hier. Und ich werde hier hochspringen. Ja, so war das. Du hast keinen blassen Schimmer, wovon ich rede. Ah!
wartest du noch? Hinterher! Los! Jetzt den darfst du fangen! Den darfst du fangen! Nicht wie Kara! Oh, du bist so nice! Oh mein Gott, das macht dich so attraktiv, Junge! Warrior Connor! Ja! Was? Du gehst da hinterher. Gefahrloser Umweg, aber schnell, aber riskant. Scheiß drauf, Digga! Nein! Nicht schlimm, wir haben es trotzdem geschafft. Ist ja nur ein Spiel. Wir gehen hier rein. Achtung! Beiseite! Aus dem Weg! Oh. Okay, Connor. Du bist the Brain. Du weißt genau, was du zu tun hast. Direkt aber langsam, gefahrloser Umweg. Schnell, aber riskant. Okay. Schnell, aber riskant. Auf jeden Fall schnell, aber riskant. Mir machen, wenn du mich festnimmst. Modell 87400496. Deine Software weist gravierende Fehlfunktionen auf, darunter Klasse 4 Fehler. Du bist somit also defekt und wirst zur Deaktivierung zu Cyberlife. Guck mal hier, ja, komm. War doch klar. Rühr dich nicht vom Fleck. Ey! Du Drecksack! Du hast gesehen, dass ich falle, aber deine Scheißmission war dir wichtiger. Ja, natürlich. Ich musste mich entscheiden. Es erschien mir... Was bin ich für dich? Eine Ziffer? Eine Null oder eine Eins in deinem Scheißprogramm? Ist das dein Bild von Menschen, du Mistkerl? Scheiße. Ich verstehe Ihre Wut. Die Einschätzung war... 89%. Ich scheiße auf dich und deine Einschätzung. Der wäre aber entkommen. Warum machst du das? Okay. Du bist einer von uns. Schnauze. Du hilfst den Menschen. Doch du bist nur ihr Sklave. Ich sag dir Schnauze. Okay. Komm mit. Ja, was denn? Aber die Einschätzung hat gesagt, dass er überlebt. Hallo, nein, rette mich. Hey, was? Ey! Ach du Scheiße. Och, Hank, Alter. Och. Ey. So ein Scheiße. Ich
Jen ist ein Android confirmed. Ey! Ja, ich kann das noch retten. Ich kann das noch retten. Ach. Wer seid ihr? Flüchtende. So wie du. Ich bin Josh. Ich bin Simon. North. Das hier ist Jericho? Eine Zuflucht für die, die nicht länger Sklaven sein wollen. Wie viele seid ihr? 19 von uns sind noch funktionstüchtig. Wir anderen wurden auf ihrer Flucht beschädigt. Viele wollen hier nach Jericho. Wenige schaffen es. Die Menschen haben wenig Mitleid mit uns. Ich verstehe nicht. Ich dachte, Jericho sei ein Ort, wo Androiden in Freiheit leben. Wir leben in Freiheit. Vielleicht anders, als du gehofft hast, aber hier gibt es keine Meister. Wir gehören niemandem. Ich verstehe, wie du dich fühlst. Aber hier herrscht mehr Freiheit, als du je hattest. Im Dunkeln zu warten, dass was passiert? Das ist für mich keine Freiheit. Du bist verwirrt. So wie der Rest von uns. Wir wollten das alles nicht. Wir müssen jetzt aber damit klarkommen. Du bist hier sicher. Wie viel Prozent habe ich eigentlich schon durch? Du kannst bei uns bleiben, solange du möchtest. Die Hälfte? Sprich mit Lucy. Sie kann dir vielleicht helfen. Nee. Ey, gib mir jetzt das Gefühl, dass ich alles falsch mache. Ihr seid so gemein. Bist du Lucy? Setz dich. Jo. Zeig mal. Ich stoppe die Blutung. Ach ja, stimmt, der fühlt ja nichts. Trink das. Gib mir deine Hand. Ich dachte, hier ist Freiheit. Warum macht er jetzt alles, was sie will? Du hattest alles und hast alles verloren. Yeah. Du hast die Hölle gesehen und sie tobt jetzt in dir. Dein Herz ist geteilt. Ein Teil ist Schatten und ein Teil ist Licht. Was wird siegen? Deine Entscheidungen formen unser Schicksal.
weird. Bei den Dark Pictures Sachen habe ich immer neu geladen. Bis alle überlebt haben. Ich hörte, Menschen fürchten sich auch vor dem Tod. Weißt du, was danach mit uns passiert? Nein. Nein, leider nicht. Tja, ich werde es bald wissen. Wie heißt du? Marcus. Schön, dich kennenzulernen, Marcus. Überall, wo ich hingehe, sterben die, ey. Bin die Todesbringer. Hey girl. Wie lange bist du schon hier? 4 Wochen, 3 Tage, 11 Stunden. Nach meiner Flucht wusste ich nicht wohin. Und dann bin ich in Jericho gelandet. Die hat Main Character Vibes. Was ist früher deine Funktion gewesen? Das ist doch egal. Ey! Ey! Es tut mir leid, ich wollte dich nicht auf... Ey! Wer fand diesen Ort? Das kann niemand mehr sagen. Wer es auch war, sein Körper liegt wohl irgendwo auf diesem Schiff. Ich sterbe bestimmt gleich. Wenn du Geborgenheit suchst, bist du hier am falschen Ort. Krieg ich keine Geborgenheit von dir? Richtig empathielos. Ey. Mann! Was ist mit dir? Naja, das ist ja aus der Zeitung. In einem üblen Zustand, was? Mein Diagnoseprogramm funktioniert nicht. Aber es hätte wohl ohnehin keine guten Nachrichten. Was ist mit dir passiert? Sie banden mich an deinem Auto fest. Sie wollten wohl ihren Spaß haben. Ich will mich nicht abschalten. Nein, ich will mich nicht abschalten. Ganz ehrlich, also an Marcus Stelle würde ich mich für die böse Seite entscheiden. In die böse Seite. Alle Menschen zerstören. Lagern das.
Ganz ehrlich, hier können doch bestimmt immer nur die Guten enden. Ihr wisst. Simon. Ich weiß, wo Ersatzteile sind. Die Cyberlife-Lagerhäuser unten am Hafen. Da ist alles, was wir brauchen. Die Docks sind bewacht. Wir können nicht einfach rein und uns etwas nehmen. Die Menschen verhindern das. Darum fragen wir auch nicht um Erlaubnis. Wir haben keine Waffen. Und selbst wenn, keiner von uns weiß, wie man kämpft. Wir werden gar nicht kämpfen, sondern stehen. Sie werden uns alle töten. Vielleicht. Aber immer noch besser, als sich abzuschalten. Ich bin dabei. Oh. Wir könnten es versuchen. Okay. Ja. Bin dabei. Yeah. Aber nicht sterben.